Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar zu Let's Play Justice League Heroes. Ich bin es, euer MC Muffix, und wir widmen uns nun diesem Spiel. Ja, Leute, Justice League Heroes. Wir spielen dieses wunderschöne Spiel auf der PSP und Justice League Heroes ist ein Spiel aus dem Jahre 2006. Hat also schon einige Jährchen hier auf dem Buckel. Und das Spiel ist von dem schönen Entwicklerstudio Snowblind Studios, die leider nicht allzu viele Spiele gemacht haben. Unter anderem Ports zu Baldur's Gate, dieses Dark Alliance haben sie gemacht und ansonsten leider nicht allzu viele nennenswerte Spiele. Inzwischen sind sie mit Monolith Soft zusammengegangen und die Monolith sollte man kennen wegen Blood, No One Lives Forever und aktuell natürlich wegen Shadow of Mordor. Ja, Justice League Heroes ist ein Spiel, wie es der schöne Name schon sagt, die auf der Justice League, der Liga der stärksten und mächtigsten Helden im DC-Universum basiert. Und man prügelt sich hier alleine oder zu zweit, kann man sich hier durch die Level prügeln. Dieses Spiel, mit dem habe ich ja eine kleine Geschichte, weil ich weiß noch, ich habe meine PSP eigentlich schon ziemlich lange, wenn man sich das, wenn ich mir das so in Gedanken rufe. Und zwar 2006 ist dieses Spiel bekommen und 2007 müsste ich dieses Spiel schon gehabt haben. Ich weiß noch, dass ich das x-mal durchgespielt habe, dieses Spiel, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es ist wirklich wie weggeblasen. Es ist halt inzwischen 2.8, glaube ich. Das kann ich hier immer schön zeigen. Zack, mein gespeichertes Spiel. 2.8. Zack, da seht ihr es. 9.7.2008, da hat der Max hier schon dieses Spiel gespielt. Und ich habe es zwischendurch wieder verkauft gehabt. Ich weiß nicht, ich habe es dann verkauft mit einem anderen Spiel, um mir dann Final Fantasy Crisis Core zu kaufen. Das weiß ich noch. Da hat der Max das große GameStop Trading gemerkt. Oh, ich kann Spiele verkaufen und krieg dafür Geld? War ja super, Mann. Ich habe nochmal kurz reingeschaut, wirklich nur das erste Level habe ich nochmal reingeschaut, ob es das Spiel ist, an was ich mich erinnere. Und ja. Ich freue mich einfach, dieses Spiel wieder zu haben, weil ich habe da doch ein paar schöne Erinnerungen. Das Spiel kam ja auch auf der PS2 raus und da weiß ich noch, habe ich das auch ein, zwei Mal im Koop durchgespielt, als es noch man Splitscreen spielen musste. Das war ziemlich cool. Wir spielen das Spiel alleine und spielen das hier auf der PSP, dort, wo ich es auch ursprünglich gespielt habe. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch weiter schwafle, starten wir mit einem neuen Spiel, natürlich auf Mittel. Und nun viel Spaß mit dem Intro. Superhelden von allen. Satana, die Meisterin der Magie. John Jones, der vielgestaltige Manhunter vom Mars. Green Lantern, der intergalaktische Polizist. Flash, der schnellste Mann der Welt. Wonder Woman, die Amazonenprinzessin von Themyscira. Batman, der dunkle Ritter. Superman, der Mann aus Stahl. Zusammen sind sie die Justice League, die mächtigste Vereinigung für das Gute auf dem Planeten. Noch nie sind sie an ihrer Mission, die Menschheit zu beschützen, gescheitert. Aber sie hatten es auch noch nie mit einer so furchtbaren Bedrohung zu tun. Ich höre. Es gibt ein Problem in Metropolis. Keine Zeit, fragt Superman. Du bist näher dran. Schon unterwegs. Nähere mich den Koordinaten. Worauf soll ich achten? Roboter, Batman. Jede Menge Roboter. Ha!
Ich habe niemanden um Hilfe gebeten. Aber wo ich schon mal hier bin... So Leute, und damit starten wir hier in das Spiel. Wir sind Superman und Batman. Aber hey Leute, natürlich sind wir Batman, denn ich bin Batman. Ich bin Batman. Ja Leute, hiermit starten wir in das Spiel. Ihr seht, es ist ein schöner Top-Town-Prügler. Und man, zack, muss halt im Endeffekt alle Gegner zusammenkloppen, die sich hier befinden. Man kann speichern, das können wir auch mal machen. So, übrigens, das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich hatte noch ein Safe-Game, den wollte ich einfach mal laden, weil an dem habe ich gesehen, dass ich den durchgespielt habe. Und irgendwie ließ der sich nicht mehr laden. Also, nur wer sich jetzt wundert, wieso, wenn ich sage, dass ich es durchgespielt habe und dann noch nicht alles freigeschaltet habe. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber nun gut. Der ist kaputt, aber nach 10 Jahren dürfen auch mal die Saves kaputt gehen. So, ja Leute, ihr seht, es ist ein Top-Down-Prügler, ähnlich wie Marvel Ultimate Alliance, was ja im Endeffekt das Spiel der Konkurrenz Marvel ist. Und zack, wir schlagen uns hier zu zweit durch, haben hier leider, das ist ein bisschen schade, nicht die Wahl, welchen der wunderschönen hier Helden wir spielen. Und ihr seht, wir können, zeigen wir es nochmal so, schlagen, kicken und schlagen. Das sind unsere normalen Fähigkeiten, dass wir einfach hier so draufhauen, dass wir kicken und zack. Dann können wir hüpfen und das hat der gute Superman schon mal gemacht. Ich will es jetzt auch mal machen, weil ich bin ja auch so cool. Ich bin cooler als Superman eigentlich, weil ich bin Batman. So, wir können auch einen Briefkasten nehmen und da die Gegner durch die HB-Map schleudern, was doch ehrlich gesagt ziemlich lustig ist. Bam! Wir können eben Sachen, die hier rumliegen, können wir nehmen und schmeißen auf die Gegner, was ziemlich hilfreich ist. So, Superman, wenn du mir noch einmal meine Items klaust, Mann, dann hau ich dich, Mann. So. So, bam, bam. Oh, Leute. Ablenkung, zack, deck, Mann. So, und das zeigen wir jetzt auch gleich. Wir haben noch, wenn wir auf R drücken, können wir verteidigen, das können wir auch machen. Aber eigentlich wollte ich nicht das machen, sondern auf L drücken. Zack, weil dann schalten wir unsere Spezialfähigkeiten frei. Wir haben jetzt mit Batman 3 Stück. Einmal so ein Angriffskombi, was wir vorgemacht haben, mit dem wir aber keinen getroffen haben. Dann haben wir noch natürlich unsere bekannten Batarangs, die eigentlich ganz nett sind. Whoa. Man kriegt ja schon ganz schön auf die Blonze. Gib mir die Erfahrung, Superman. Und dann mein persönliches Lieblingsding, wenn es klappt. Zack. Die wunderschöne Batclaw, weil mit der Batclaw, da können wir uns so cool an die Gegner ranziehen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich nett. So. Und aktuell müssen wir jetzt hier nur die Roboter platt machen. Diese grünen Punkte, die hier sind, die sind ziemlich wichtig, weil das ist die Erfahrung, die wir erhalten. Und es ist immer so fies, man muss sich immer um die Erfahrung kämpfen, wer sie bekommt. Alle in Sicherheit? Ein Angriff auf den Finanzdistrikt. Er ist umstellt, aber einige Leute sind eingeschlossen. Dann los. Und schon geht's in die nächste Location. Summer Justice League Hero Schilde, um Freundschaft bei Leben zu kaufen. Das habe ich auch vorher noch gesehen. Ja, manchmal sind hilfreiche Tipps, manchmal sind nicht so hilfreiche Tipps. Zum Beispiel, dass man einmal gesagt bekommt, wenn man schlägt, das erfährt man auch nur in den Ladezeiten. Aber im normalen Spiel nicht, aber nun gut. Sollte man ja schaffen. So viel Tasten hat die PSP ja auch wieder nicht. So, Vorwärts, lass ihnen keine Zeit zu ziehen. Zack, wartet. Bam. Und jetzt haben wir mal einen anderen Abschnitt, denn jetzt müssen wir hier schauen, dass wir die... Superman klaust mir echt die ganze Zeit die Erfahrung, Mann. Hau ab, Mann. So. 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 Und jetzt ist unser Ziel gerade hier, Zivilisten zu retten. Und wenn Zivilisten befreit werden, lassen sie diese schönen Schilder da. Und wir werden dann auch gleich mal zeigen, für was diese schönen Schilder da sind. Also ich muss echt nur sagen, ich habe das und dann noch das nächste Level gespielt. Also wirklich nur hier den Beginn, um mich nochmal reinzuarbeiten in die Materie. Ab, Superman, das ist meine Erfahrung. So. Zivilisten, servus, wie geht's euch? Ihr seht irgendwie nicht so gut aus. So, wir können ranzoomen auch.
und wir können rauszoomen. Hab mir, was ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe, das Handbuch durchgelesen. Habe ich seit 100.000 Jahren nicht mehr ein Spiel gemacht. Aber, nun gut. So, speichern wir nochmal. Zur Sicherheit. Und nun sind wir im Finanzbezirk. Okay. So, wir seht auch, wir können nochmal so schön gleiten. Da können wir uns dann ein bisschen besser fortbewegen. Und was mir eigentlich ziemlich gut an dem Spiel gefällt, auch wenn es jetzt nicht mehr das Neueste ist. Alter, jetzt ist Superman vor mir ein Level-Up. Nein, ich habe nicht gesehen, dass jemand ein Level-Up hat. Superman ist scheiße. Denn ich bin Batman, Mann. Genau so ist es. Klaut mir die ganze Zeit die Erfahrung, der dicke Typ hier. So, und jetzt wollte noch, wenn ich mir nicht ganz sicher, gleich ein kleiner Miniboss kommen. Also das Fliegen ist, sieht, finde ich, ganz nett aus. Wir werden, und das ist natürlich dann auch das Besondere am Spiel. Ist da noch einer? Ja, da hinten. Aber komm, könnt ihr mal gerettet werden? Wir können jederzeit zwischen unseren Charakteren wechseln. Wir können auch jetzt Superman zum Beispiel sagen, dass er sich ein bisschen zurückhalten soll. Ihr seht, jetzt hat er oben links an das Symbol. Dann klaut er mir nicht immer die Erfahrung. Wir können ihm sagen, dass er offensiv ist und dass er neutral ist. So, wir lassen ihn jetzt mal auf defensiv. Das ist meine Erfahrung. Der hat sich gerade schön ins Feuer gestellt. Habt ihr gesehen? Alter, auch wenn er nichts macht, man erhält mehr Erfahrung als ich. Das finde ich nicht cool. Aber nun gut. Und was nett ist, wenn man alleine spielt. Zweit übernimmt eben der andere Spieler die Rolle. Oh, schön die Erfahrung getankt. Kann man hier jederzeit zwischen den Charakteren switchen. Aber ich spiele zu gerne mit Batman, Mann. Und Batman ist halt einfach der coolste, Mann. Man kann halt nichts gegen Batman sagen. Ich meine, das ist der dunkle Ritter, verdammt nochmal. So. Kommt her, gibt mir meine Schilder. Und dann fliegen wir. So, jetzt machen wir mal ein cooles Angriffskombi. Bam, bam. Yeah. Das war Skill. Lil. Eigentlich nicht. Eigentlich war das nicht so gut, nun gut. So, und da wir jetzt auch ein Level-Up haben, zeigen wir mal schön, was das Level-Up bringt. Darf ich das Schild noch nehmen? Dankeschön. Und zwar hier. Jetzt sind wir hier im Verbesserungsmenü. Wir können unsere Fähigkeiten verbessern. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Gesundheit, weil das erstmal der wichtigste Skill ist. Hey, Batman. Sei nicht so schlecht gelaunt. So, und wir erhalten immer diese Booster. Die droppen immer die Gegner. Wir können das jetzt hier einsetzen. Zum Beispiel Effizienz und Schnelligkeit können wir jetzt machen. Das werden wir aber nicht machen, weil man kann die Verstärker auch zack, kombinieren. Und das ist natürlich auch ziemlich praktisch. Dann werden die eben stärker. So, wir sehen hier auch nochmal unsere Werte. Und hier können wir unsere Punkte ausgeben. Das sieht man. Alternative Kostüme kann man da freischalten. Und dann auch später, ich glaube, noch neue Charaktere. So. Aber brauchen wir sich. Black Canary. Oh, Supergirl. Ich will Supergirl. Und ich will Hal Jordan, Mann. Also, wenn wir schon gesehen haben, dass wir hier nicht Hal Jordan haben als Green Lantern, das finde ich ehrlich gesagt nicht schon mal so cool. Ich mag Jon Stewart nicht so gern. Also, ich will einfach einen originalen Typen hier spielen, oder? Stimmt's mir da nicht zu, Mann? So. Gut. Dann sind wir erstmal hier fertig. Und jetzt, zack, zeige ich euch mal das Switchen. Ich werde dir helfen. Da muss das Spiel mal ein bisschen laden. Es ist ein bisschen schade, dass man auch, weil es ruckelt hat manchmal. Man muss halt leider einfach sagen, Mann, in dem Spiel, Batman ist schon um einige schlechter als Superman. Das ist halt schade. Auch wenn es echt natürlich nicht so ist und Superman mit Leichtigkeit von Batman ausgelöscht wird. Aber Leute, schaut euch mal das an, Mann. Obwohl, die haben mich gerade so fertig gemacht. Aber es ist schon cool, mal so in der Luft zu fliegen und dann hier die Gegner so abzuschießen. Superman kann halt wirklich fliegen, was halt allein schon mal super ist. Wie der schöne Name schon sagt, ist super. Und zum anderen hat er noch ein paar Fähigkeiten, die wir jetzt gleich zeigen wollen. Und er kann Autos heben. Weg da! Setz deinen Hitzeblick ein, gib mir Deckung. Weg da, hab ich gesagt! So. Bist du down eigentlich? So, da hinten sind die Soldaten. Schau mich blöde an. So, jetzt kommt hier ein großer Roboter. Bei dem sollte man sich nicht im Nahkampf, sollte man sich gegen den kämpfen, weil der hat doch ein bisschen mehr drauf. So. Also man macht es natürlich so. Und jetzt zeigen wir mal kurz Supermans Fähigkeiten. Er hat nämlich hier den berühmten Kälteatem und ein Super Punchman, der ultra viel Schaden macht.
ganz nett, also man sieht wirklich, der ist schon ein bisschen überpowered als Batman. So, und das sind die Soldaten, die mir einfach im Hintergrund so zuschauen und sagen, wir könnten ihr helfen, aber wir machen es nicht. Aber nun gut, so sind halt die normalen. So, Zatannas Logo. Im Endeffekt habt ihr schon einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Es ist jetzt auch nicht viel mehr, das ist natürlich dann ein bisschen eintönig, aber Leute, Mann, hey, wie oft kommt es vor, dass man die Justice League spielt? Das muss man halt einfach mal so sagen. So. Und zack, Superman ist halt einfach schon ein bisschen überpowered. Ich meine, im Nahkampf, Leute, natürlich Superman besiegt da eher die Leute als Batman. Aber hey, man muss es so sehen. Batman ist Batman, Mann. So. Aber das, was halt mit Superman echt Spaß macht, ist einfach, dass man alles nehmen kann, Mann. Weg da! Aus der Bahn, Jungs und Mädels! Ich sagte, weg da! Meine Lieblingsfähigkeit von Superman, muss ich einfach sagen, ist definitiv der Hitzeblick. Der Hitzeblick ist halt schon einfach ziemlich cool. Und man kann auch, das ist auch nett, Gegner nehmen. Aber jetzt das Spiel kaputt gemacht. Also, hätte sein können, dass man den Gegner besiegen muss. So. Hey. Immer mit der Ruhe. Cool. Der hat gerade nicht so gut geklappt. So. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, ist, für was diese gelbe Anzeige da unterhalb der Charaktere ist. Also oben ist das Leben, klar. Dann kommt die Energieanzeige. Und dann die Anzeige darunter, die habe ich noch nicht verstanden. Ich will den Hitzeblick machen. So. Langsam werden es immer ein paar hier zu viele. Batman, du managst es da unten, oder? Glaube an dich. Oh, nee, das kann ich gut gebrauchen. Und jetzt kommt hier mal ein neuer Roboter, nämlich der Feuerbot. So, und schon geht's weiter. Doch, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir erstmal einen ganz kleinen Cut. Wir fliegen hier noch mit Superman ein bisschen rum. Aber Leute, ich würde sagen, wir wechseln wieder zu Batman, weil Batman ist cooler. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Let's Play Justice League Heroes. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.